Ja, hallo, beste Freundin, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Wir schauen uns die neuen Terrain 365 an, nämlich die Ausführungen in ATSP, einmal in Titan und einmal mit Carbon Fiber. Ich würde sagen, mit dem fangen wir an. Das sind richtig schöne Folder geworden und ich habe das Gefühl, die sind ultra schlank geworden. Die kommen hier in dieser Tasche und da ist immer noch ein bisschen Zubehör mit dabei. Ja, so ein bisschen Paperwork und vor allem so ein bisschen extrem hochwertiges Leichtlauföl. So, dann schauen wir mal hier. Schau dich mal an, wie schlank diese Folder geworden sind. Schön Titan Framelock mit wirklich schönen Ausfräsungen. Jimping hier, eine sehr schöne Carbon-Griffschale und die Messer, die laufen super. Man darf halt nicht hier auf den Frame drücken, ne? Auf der anderen Seite. Wenn ein Messer halt brutal schlank ist, hast du halt gleich mal die Finger auf dem Frame. Wenn man nicht die Finger auf dem Frame hat, dann laufen die auch 1A. Und guck mal, wie die zufallen. Wenn man natürlich über den Detent ist, ne? Also das ging zu schnell. So, und dann bam. Die laufen echt wie Butter. Auch noch ein kleines Feature hier, die Daumenpins haben hier so eine Kugel drin und die besteht eben aus so nachleuchtender Masse, so Glow-in-Dark-Material. Super schlank. Schau mal, wie schön diese Klinge hier vorne eingelassen ist in der Aussparung. Sitzen perfekt mittig, schön leicht, großer Clip. Schön elastisch, kriegst du auch über die dicksten Jeans-Files drüber und hat hinten, ne, auch schön ausgefräst. Ist richtig schön hoch auch hinten. Ne? Also, wenn da mal einen dickeren, also doppelt umgeschlagene Hosentaschen-Nahtasch, das kriegst du hier halt auch durch und drüber. Ne? Und das heißt, manchmal gibt es, die müssen dann abstehen, weil es hinten zu eng wird, aber das geht, denke ich mal, über absolut jede Tasche. Auch schön noch hier die Ausfräsung, wir müssen die Sachen aus dem Bild nehmen. Die Ausfräsung hier unten. Oder Daumen ansetzt zum Entriegeln. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Bam, wie leicht die laufen. Super. Stahl bei den Dingern natürlich wieder dieser Terravantium-Stahl. Das ist eine spezielle Legierung aus weicherem Stahl, aber dafür ultra harten Karbiden. Und es gibt dann eben eine interessante Mischung von einem Stahl, der elastisch ist und trotzdem hart, die Kante gut hält, die Schärfe lange hält und eben rostfrei ist. Also der ist wirklich rostfrei, dieser Stahl. Super schlank. Also ich habe das Gefühl, im Vergleich zu den vorherigen Modellen haben sie die nochmal einen Tacken schlanker bekommen. Richtig geil. Das ist die Carbon-Ausführung. Und jetzt schauen wir uns noch schnell die Titan-Ausführung an. Das ist natürlich richtig cool. Dasselbe nochmal, aber komplett beide Seiten, beide Griffschalenhälften aus Titan. Schöne Fräsungen, Jimping, können noch ein Lanyard durchbauen. Schön hoher Clip, komplett schön skelettiert, versenkt, ne? Es guckt keine Schraube raus, kriegst den also, bleibt nicht irgendwo in der Hosentasche hängen. Schön zentrierte, fein sauber, versenkte Klinge. Daumenpins, die nachleuchten. Tolle Handlage. Du kannst auch hier ein bisschen in den Vorgrip gehen für was ganz Feines, aber aufpassen, hier beginnt eine scharfe Schneide. Und auch hier wieder, ne? Die fallen gerade so zu. Bam. Carbon natürlich etwas leichter als hier die Titanausführung, aber minimal. Das sind beides saubere, schlanke, elegante, dezente Gentleman-Folder. Geil, das sind richtig geile Modelle. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir lassen das mal hier nicht zu lange werden. Und dann wünsche ich euch schon wieder einen schönen Tag. Schlag dazu bei den Messern. Es gibt nicht ganz so viele davon. Und die sind richtig klasse verarbeitet. So,
So, ich danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.